So, was habe ich denn jetzt hier? Geschenkaltar. Hier gibt es ein Geschenkaltar. Müssen wir mal die Festung angucken. Ja, ne? Ich meine, cool. Hatte schon Stil, so abzuziehen. Aber 2 Wochen am Stück ist schon übel. Naja, ist jetzt, warte, wenn er jetzt hier abgezogen ist, die Woche ist er weg, nächste Woche ist er weg, am 5. kommt er erst wieder. Ja. So einen Tag bevor Nikolaus halt da ist. Okay. Da kommt er als vielleicht als Weihnachtsmann verkleidet. Das dürfen wir doch Nikolaus. nicht. Ja, unser Vorgesetzter haben gesagt, Dort einmal ist nicht alles im in Aufruhr, Dresscode, direkt die Wucht brennt Abmahnung. vor Verbrechern. Dort herrscht Oh, doch sicher ständig direkt, Chaos. ey. Das hier ist Direkt. anders. Der Anführerin Ja, Fürstin ist so. Und ich Sanju habe mir wurde eigentlich etwas auch gedacht, so gestohlen. letztes Sie Jahr bei tut Fasching oder alles, so, um mein es Son zurückzubekommen. Es muss kostbar Goku-Kostüm sein. anzuziehen. Und in Ja, Orugi ist aber. alles von Wert Nope. verdächtig. Wir durften noch nicht mal 3/4 lange Hosen im Sommer anziehen. Nicht alles. Was? Also ich muss immer mit langen Hosen kommen. Ja. Yep. Immer Jeans. Keine kurzen. Ja. Ehrlich. Darf halt kein Vorgesetzter von uns sehen. Den Leuten Ach selbst vor so. Ort ist das scheißegal. Aber unsere Vorgesetzten direkt. Oh Gott. Ja, Bin direkt gekickt, ey. voll Direkt Banner. ab nach Hause. Ja, ist so. Ja, dann kann man das so machen, dass man mit kurzer Hose kommt und lange Hose anzieht. Mitten auf der Arbeit. Ah, ich weiß nicht. Wir haben ja theoretisch, wenn wir den Standort betreten, schon Kundenkontakt. Ja. Ach so, deswegen. Ja, das ist ein bisschen Boah. schwierig. Also an Naja, sich, ich ist sag's halt mal so. so, wenn unsere Vorgesetzten nicht unangekündigt kommen, dann ist es, glaube ich, scheißegal. Das interessiert keinen. Dominik ist auch schon oft mit kurzer Hose gekommen. Nur halt die anderen, na. Ja, ich komme in Strapsen dann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Mann. Ich komme einfach in Ja, Strapsen zu ich. Keine haben. Ahnung, ey. Ich habe jetzt vergessen einzukaufen. Jetzt muss ich wie so ein Gammler Wasser trinken. Ja, oh Scheiße. Voll Mist, Ja, ne? ich weiß. Ja, ich hab bei mir noch so uralte Sachen verkauft. Ich habe Splatoon 2 Was habe ich Ihnen zu verkauft für die tragen? Switch, weil ist ja mittlerweile der dritte Teil rausgekommen. Den habe ich hier im Schrank stehen und nicht einmal angezockt. Hast du den Oh dritten? Gott. Ja, den dritten, den habe ich jetzt hier, wollte ich eigentlich holen digital, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen und Was so machst du und jetzt? kein Geld. Nee, ich Ja. habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Achso, du bist ja noch gar nicht so lang bei uns, ne? Ja, ich bin richtig pleite. Ja, ich Richtig meine, komm pleite, schon, Geier. das Gehalt kommt am 25. Ja, Passt ich schon. weiß. Und ich hab 40 Euro auf dem Konto. Übel. Mein Arm geht, ich schluck zu viel. Ich mein's ernst. Dein was? Mein AMG schluckt zu viel. AMG? Sagt mir nichts. AMG. Ausländer mit Geld? Ach so. Nee. Ja, meine S-Klasse meine ich. Ach so, der, ja. Braucht An ihr meine Zuschauer, wegen ihm wär ich dem letztens beinahe querschnittsgelähmt geworden. Ja, stimmt. Ich hatte so das Gefühl, dass das Rückenmark gleich auslaufen will. Ja, war doch ein bisschen viel Platz hinten, oder? Beim Ja, Ende. der Basti ist die Also. ganze Zeit nach hinten gerutscht. Ja, ich hab's gesehen. Der Guckst du Drecksack. nach rechts? Der geht zu nah nach hinten. Ich brauch Beinfreiheit. Der geht zu nah, der quetscht Ei, dich so wir ein. sind, wir Du bist sind. immer kleiner. Deine Arme waren schon Ei, wieder. er hat halt Waren nur, schon. er hat halt nur, ein, er hat halt nur ein Mercedes SL, der Kerl, der Kleine. Und ich habe mich halt hinten zwischen die Sitze und die Heckklappe gelegt. Und dann sind wir halt eingefahren. Und Ja, genau. ja, das Und es hat noch geregnet. war sehr knapp. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Hier ist Geschenkaltar, den finde ich nicht. Weißt du was? Dann machen wir es hier. Machen wir hier mal weiter. Und ja, ich lag dann halt irgendwie in so einer geknickten Wirbelsäulenhaltung irgendwie hinter Fahrer und hinter Beifahrer. Oh, eine Vollbremsung wäre es gewesen. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, das war ja richtig krass, ey. Also, Sebastian geht einmal so weiter nach hinten, du hattest schon keinen Platz mehr. Und dann Also habe ich ich. so gesehen, deine Tasche, deine Jacke und alles quetscht dich so ein. Oh Gott, ey. Ich konnte Ja, das immerhin, ist. es war schwer, aber ich konnte atmen. Immerhin. Ja, das war wohl das Einzige, aber das sind da verrückte Schmerzen. Oh, das Ja, wie lange war. ging denn die Fahrt? Eine Dreiviertelstunde oder sowas wegen dieser Baustelle? Alter, du bist mit 120 durch die 60er-Zone gerast. Ja, ich weiß. Ich glaube, so eine halbe Stunde ging es schon.
Ja, okay. Aber es reicht ja. Ich bin alter Mann. Ja, das merkt man jetzt an einem Rücken. Ich hab erstmal 30 Jahre älter gemacht. Auf jeden Fall. Einmal mit mir mitfahren macht dich 30 Jahre älter. Boah, übel. Ich wollte eigentlich Donnerstag fragen, ob du mich mitnimmst, weil Basti und Christian wurden ja vom Timo mitgenommen. Beziehungsweise nur nach unten. Ach so, am Donnerstag? Ja, habe ich aber vergessen. Er sollte nicht das ist ein bisschen herkommen. Kritisch, weil ich muss ja nicht unten in die Richtung. In den Süden. Ach so. Ja. Ich muss ja in den Osten. Wäre ich nutzlos. Was willst du da, Basti? Nutzlos als tot. Wir suchen vermisste Soldaten. Aber halten die schon gleich da. Ich kann's lernen. Ich bin ein Ossi. Ich werde euch nicht im Weg sein. Gut. Ich habe heute irgendwie ganz komische Sachen gegessen. Ich habe heute morgen zum Frühstück Plätzchen und Toffifee gehabt. Eine Spur von den Schützen? Sie wurden in der Gegend gesehen. Toffifee? Doch nicht von Frühstück. Uns. Klar. Sehen wir uns auch. Wie kann man sich das denn geben? Das geht eigentlich voll klar, oder? Auf jeden Fall. Wer kalte Pizza und warme Cola ohne Kohlensäure drin behält, der stürzt auf Präsidenten. Ganz lecker. Aber weißt du, was vielleicht geil ist? Nimmst Toastbrot, gell? Machst du Toffifee, machst du drauf, bisschen Nutella noch dazu und dann tust du das Ganze zusammenklappen und dann in den Sandwichmaker rein. Rausgezogen, zum Wiederverwenden. Warum muss ich mir mal einen holen, ey? Ich glaube, das hat was. Ja, die von Krupp sind sehr gut, diese Sandwichmaker. Ich habe auch schon überlegt, mir wieder Sandwichmaker zu holen. Okay. Die hätten jetzt richtig gut getan, eigentlich, die letzten Tage. Einmal pro Woche. Weil irgendwie, ich weiß nicht. Könnten einen für die Arbeit holen. Ja, oder für die Arbeit, ja, Mann. Weil Kantine ist halt echt, muss man bedenken. Kantine. Das ist voll viel Geld. Och nee. Ich sag nicht, Justin ist auch so jemand, der so Toastbrot mit Käse und Marmelade mag. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nee, warum? Hä? Käse und Marmelade? Nee. Boah, ich mag Toastbrot voll gerne mit Wurst oder so. Ja, das ist also geil. Ein bisschen Butter und Wurst drauf. Aber es gibt wirklich so Leute, ich mein's ernst, die machen so Käse mit Marmelade und dann das Toast. Das ist so voll, ich weiß auch nicht. Das ist gar nicht mein Ding. Boah, ich weiß gar nicht, ey. Ich hab das einmal probiert, glaube ich sogar, aber das ist schon Jahre her, aber ich hab das irgendwie nicht so geschmeckt. Ich finde es halt irgendwie blöd, ne? Auf der einen Seite sag ich die ganze habe ich mir keinen Sandwichmaker geholt, weil ich die ganze Zeit kein Geld hatte, aber irgendwie 5 Konsolen. Ja. Man muss Prioritäten setzen. Ich habe schon Jahre her, dass ich sogar einen Toaster hatte. Aber so ein Sandwichmaker, wäre schon was. Zu diesem Haus. Wohnte hier nicht ein Samurai? Ja, so ein Sandwichmaker geht voll. Gegen diesen fahrenden der hätte ja auch Bock drauf wieder. Ja, komm, lass doch für die Arbeit einholen, wir spendieren. Ey. Das ist das Ding. Ich guck jetzt in Amazon nach. Amazon. Krups. Du musst vorsichtiger sein. Da. Wir sollten im Haus nachsehen. Ich suche hier draußen. Da, doch. Hier. Krups. Gosa-Matten. Sie haben hier geschlafen. Sandwichmaker. 40 Euro kostet der Spaß. Geht. Vielleicht legen die anderen noch dazu. Der Bär hat sagen wir unserem Team nicht Bescheid. Dann soll man 10er dazu beisteuern. Pfeilspitzen, Bogensehen, Fell für Klebstoff. Hier, ich will ihn mal posten. Die Schützen waren soll ich ihn reinposten? Zu dir privat oder? Ich hab etwas. Mach mal einfach Kraftmedien. Das ist wie Facebook. Nur mit mir. Medien da. Das Feuerholz ist noch warm. Die Schützen haben im Haus übernachtet. Sie können nicht weit sein. Ich wüsste, ey, so ein Sandwichmaker ist so geil. Weißt du, du hast diesen Sandwichmaker einfach. Und du machst da so Nutella machst du drauf, machst du Bananen machst du drauf, machst es zusammen und tust in den Sandwichmaker rein. Oh, das ist richtig geil. Ja, ich weiß nicht, so Bananenfreund bin ich überhaupt nicht, komischerweise. Kein Bananenfreund, Erdbeeren gehen auch. Sie Apfelstückchen haben den Mongolen gehen auch. Gestohlen. Alle anderen Stückchen, also so Dings gehen auch, je nachdem. Mach's einfach alles rein. Ja, genau. Einfach dann alles. Mach dir eins mit Grillen. So Insekten oder so. Steak. Ja, genau. Oder Bacon. Einfach einen Toast wegmachen und den Sandwich-Toast dazu nehmen, um Bacon zu grillen. Boah, das ist auch geil.
Oh, Raclette. Oh. Raclette ist auch mega. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal unseren Chef fragen. Ob er darauf Bock hat. Zu Raclette-Abend? Ja, wir holen einfach so als Gruppe, ja? so Raclette-Zeug und planen für Weihnachten so einen Raclette-Abend oder so. Ja, gell, das wäre doch mal was. Die Frage ist, haben wir dafür die Locations? Weil die Küche ist halt für 12 Mann ein bisschen. Obwohl, warte mal, wie viel sind wir denn jetzt eigentlich? Leute. Ja. Ein Samurai! Boah. Lebendig! Kommt hier! Frage, nächste Frage, warte. Das sind drei. Müsst die Schützen aus Yarikawa sein. Was von ihnen übrig ist. Wir wollten ein Mongolenlager plündern. Also beim Basti sind es 3 Leute. 11, was ist mit den anderen gefangen? 13. Dann seid 3 bei ihr, da sind wir dann 6. Nicht nach Anfängern aus. Dann haben wir 13 Leute sind wir insgesamt. Dann haben wir beim Timo das Büro. Das sind auch nochmal 3, das sind schon mal 9. Ja. Sehen wir uns mal das Lager an. So. Dann haben wir die Druckerleute. Da sind dann auch nochmal 2, das sind schon mal 11. Plus unseren Teamlead sind 12, plus mir sind 13, meine ich. Und im Dezember kommt noch einer. Da sind wir schon 14. Hast du noch nicht mitbekommen? Nee. Weil ja viele durch die Projekte wegfallen. Sprich, Ben und Philipp für das große Gebäude mit den Laboren und den Zentrifugen. Und ich ja für das Bürogebäude wegfalle. Ding mit, glaube ich, Nachschub. Können Sie in und auf kurz oder lang kann es sogar sein, dass ich dann generell in dem Gebäude bleibe. Mit Alt-Yarikawa? Dächer zu beiden Straßenseiten. Wir können den geklauten Sprengstoff benutzen. Jetzt bist du irgendwie voll leise. Bist du jetzt entweder laut oder leise? Gut. Ja, entweder oder. Los, kommen wir dem Mongolen zuvor. Ich kann mich einfach selber nicht entscheiden. Aber bei mir ist eigentlich alles so normal, zumindest sagt das mir an. Es kommt immer drauf an, ob du dein Mikrofon ableckst oder ob du dich entfernst davon. Ich kann auch in den Mund nehmen oder nicht, gell? Jin, ja, Mann. Sag's ihm. Na, schluckst du oder spuckst du? Dann passt du. Was ist dir lieber? Oh, nee, jetzt Hashtag nur Homo, okay? Jetzt wird's too much. Nein. Nicht wirklich. Ja, dann laden wir Justin aber auch ein, dann, wenn wir Raketabend machen. Juna, auf jeden Fall. Bei Kadelmähen hier. Dann, ja. Angst lässt einen stärker werden. Härter kämpfen. Erstmal, wow. Ich kannte meinen nicht. Wenn ich Angst habe, kann ich nicht denken. Am Endeffekt wird es bei Raclette bei mir sowieso sein. Ich lege einen Teppich Bacon auf die Pfanne. Schon oft in Gefahr. Und das war's. Mehr Übung als ihr. Der Rest ist mir egal. Ich mache auch so Raclette, mache ich also irgendwas drauf, gell? Und jemand anderes kommt einmal mit so seinen Stäbchen, nimmt es so einfach. Wo sind sie? Ich schieße so auf die Fesseln, die einfach, ganz nah sind. Einfach gechabert. Ich bin nicht bereit. Ihr schafft das, Tucker. Nehmt eure Angst und nutzt sie. Ja, wir könnten echt das mal machen mit dieser Raclette, ey. Wir setzen uns einfach mit diesem runden Tisch einfach zusammen alle hin. Und dann warte. Muss ich erst mal ein bisschen aufs Game gerade konzentrieren? Ja. Also bei mir ist es eh ein Delay. Ich sehe jetzt gerade hier so Pferde kommen gerade. Yo! Hast du einen getroffen? Ja. Einen! Das gibt! Da sind bestimmt noch viele Pferde gestorben. Das ist ein richtig Carbon, mein Bruder. Können wir direkt die Lasagne machen. Den hast du jetzt gezeigt, wie der funktioniert. Katsching! Also dieser Rache-Tanz ist schon echt geil. Die Frage ist jetzt bei den ganzen Leuten, wer ist jetzt auf meiner Seite und wer nicht? Ach, einfach alles abmetzeln. Ja, kannst du ja nicht. Ach so. Voll interessant aus, das Spiel. Das Spiel ist schon ziemlich geil, ja. Vor allem ist es immer noch die PlayStation 4 Version. Aber ich glaube, so viel gibt es, glaube ich, nicht. Das
du eigentlich God of War Ragnarok gesehen? Du hast ja gesagt, dass du da gelurkt hattest. Ach so, God of War. Ja, Mann. Oh. Boah, stimmt, da gab's ja dieses neue Ragnarok, was ich mal kurz mal reingedunstelt habe, aber das schon lange her. Letzte Woche! Ja, sofort. Ja, ungefähr. Ich weiß, kann mich da so nicht mehr dran erinnern. Doch ihr sagt lange her, du säufst zu viel. Gerade so oder so mit meiner Weinflasche. Weinflasche? Ich immer williger. Ja, ich hab mir Wein kaufen müssen. Schon erst nächste Woche hole ich Bier. Und morgen hole ich mir nochmal irgendwas. Geh mit Dai Kuku. Also heute sollte es eigentlich mal reichen, bei den, wie viel Prozenten haben die? Ja, 11,5. Wir haben es geschafft. Fein lieblich, Fisch und Salat. Oh, so roter, lieblicher Wein ist eigentlich auch schon ganz cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise bin ich ja kein Freund vom billigen Fusel, aber der Dornfelder vom Aldi ist ziemlich geil. Also den kann ich empfehlen. Ja. Das geht eigentlich, also dafür, dass die Flasche echt, ich glaube, beim letzten Mal war die im Angebot für 3 Euro. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es hat richtig, es war okay. Ich habe gedacht, das schmeckt echt wie, keine Ahnung, Obdachlosenpisse oder so. Aber der war okay. Du kannst ihn aber nicht immer in Schutz nehmen. Und, ich weiß, was das Beste für Tucker ist. Ich habe jetzt hier gerade einen, der ist fein herb, der geht voll. Ja, ich mag eher sowas Süßes. Also bei mir muss er schon lieblich sein. Alles andere ist mir zu bitter. Ich muss jetzt zurück. Das ist auch der Grund, warum ich keinen Pilz trinke. Wir müssen die Belagerung zerschlagen. Lieber Diesel oder so. Ja, okay. Ey, dafür bin ich aber auch. Ey, nächste Woche ich erstmal richtig wieder Bier holen. Ey, ich brauche wieder Alkohol. Ich könnte mir jetzt noch einen Shot, finde ich, mir geben, weil dann raste ich hier aus, ey, ich mein's ernst. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass meine ganzen Sachen jetzt fertig geladen sind, dass ich schon VR gehen kann. Hast du was? VR-Chat und so. VR-Chat. Das sind doch nur irgendwie rechte Idioten oder Pedos unterwegs. Dort? Na, Quatsch. In den Stripclub gehe ich rein. Du? Lass dich doch gar nicht rein. Natürlich. Wenn du wüsstest. Oder arbeitest du dort? Was heißt, ich arbeite dort? Das frage ich dich. Wir haben eigenen Club sogar. Was arbeiten da für Hamster? Stripclub for Furies. Ja, haben wir. Wir haben Furries, gell? Willst du? Nein, Mann. Willst du? Wir haben ganz guten Furry sogar. Nein, Mann. Da kannst du ein paar Flöhe kannst du kriegen dann. Ah. Schenken wir dir ein paar Flöhe als Dankeschön, dass du da gewesen bist. Boah, nein. Einfach nein. Einfach nein, okay. Widerlich. So. Was haben wir denn? Duell der brandenden Wellen. Nicht abgeschlossen. Machen wir wieder Duell hier. Kriege ich sowieso aufs Maul, oder? Geistkampfhaltung. Ja, klappt dich. Machen wir erstmal hier weiter. Ja, ich habe jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Das Spiel gespielt, deswegen wollte ich heute mal ein bisschen durchpetzen. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Ja, gib dir Speedrun. Auf jeden Fall. 30 Stunden am Stück, easy peasy. Stolz sein, bin ich, mein Herr. Ja, 4 Stunden hast du jetzt schon gleich. Da kommen bestimmt noch so 10 Stunden voran. Ich hab ja schon vorher ein bisschen was gemacht gehabt, war nicht. Nee, Quatsch. Sie bescheren uns eine Schlaflosigkeit. Was ohne uns? Ohne dich, klar, immer. Ruht euch so lange aus. Immer. Habt ihr es gehört? Eiskalt. Ich muss eigentlich mal gucken. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Fast hätte ich es vergessen. Yuna ist drinnen. Ghost of Tsushima habe ich schon 44. Zu knapp 40 bis 50. Ja, rechne im Durchschnitt 45 Minuten. Ja, doch 40 würde ich sagen. 40 mal 44 geteilt durch 60. Lass mich mal überlegen. 40. Boah, rechnen kann ich jetzt oder so nicht mehr. Mal 44 geteilt durch 60. Ja, 30 Stunden habe ich schon. Normalerweise soll man 30 Stunden das Spiel durch haben, aber man kennt mich, okay? Kriegt das nicht durch. allein bei schweren Kämpfen verkacke ich sowieso. Ah, warte. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ja, ich lenk dich ab. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, und bald sehe ich dich dann auch im Stripclub bei uns. Total. Ich mach die Augen zu, denk an dich und der Lachs steht schon, auf jeden Fall, total. Die Augen sind dann erstmal so am Fetzen, die riesen offen, erstmal. Kann mir nichts Besseres vorstellen. Ja, genau. Imagine. Oh man. Kann man sich ja Montag auf der Arbeit gar nicht mehr blicken lassen. Hast du Montag doch nicht freigenommen? Nee, ich hatte nur, es war nur letzte Woche. Normalerweise wollte ich ja entweder oder machen, sprich Montag und Freitag, aber so, dass ich nur einen Tag in der Woche fehle. Da ich aber, damals war ja Dominik noch mein Backfill. Ja. Für den du dann sozusagen gekommen bist, vor dem Projekt. Und da hatte ich halt schon, im August bin ich zur Firma gewechselt. War ja vorher bei einer Zeitarbeitsfirma. Und musste da halt meine 11 Tage Urlaub verplanen. Unser Chef hat mir halt, ich hatte halt eine Woche vorher, vor Weihnachten halt genommen gehabt, 5 Tage am Stück. Die hat er mir dann erstmal abgelehnt, was aber zu erwarten war. Und, trifft Juna oben auf dem Gelände des Statthalters. Bin ich doch. Wo ist denn Juna? Junalein, armes Schwein, wo ist das Mädchen denn jetzt rein? warte, was wollte ich sagen? Auf jeden Fall hat unser Chef dann erstmal abgelehnt. Und dann kam ja das Projekt und dann habe ich die ganze Zeit vergessen, den zu nehmen. Und dann habe ich ja gemerkt, war gar nicht, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann habe ich mich ja dazu entschieden. Du bist auch wach. Und dementsprechend war der Freitag heute eigentlich noch nicht in Planung beziehungsweise in Harmonie mit dem Projekt. Sonst hätte ich mir heute nicht freigenommen. Oder ich hätte letzte Woche nicht freigenommen und hätte dann dafür noch Montag mitgenommen. Aber daran hatte ich halt nicht gedacht. Das war genauso wie vorletzte Woche, als ich 2 Tage Urlaub hatte und einfach zur Arbeit gekommen bin, weil ich Vollidiot vergessen habe, dass ich frei habe. Ich glaube, du brauchst das mehr als ich. Kann man doch auch in die Bewerbung reinschreiben. Es ist eher so pflichtbewusst, dass er seine freien Tage vergisst. Außer er kommt einfach zur Arbeit. Während dem Urlaub. Das hat auch keiner gemerkt. Irgendwie nicht, ne? Ja, ne? Ich habe auf jeden Fall unserem Chef nochmal geschrieben. Und er hat gesagt, ja, das kriegt man bestimmt auch gut geschrieben. Dementsprechend habe ich vielleicht noch 2 Tage, die ich nehmen kann. Kenji hatte den Rest des Tages nur eine Sandale. Die Gönnsi, sage! Diese Lümmel! Ich muss hier Leitungswasser trinken. Das schmeckt scheußlich. Ja, ich auch. Meine Mutter liebte ihn. Dann trinkst du ja noch Wein. Wie Wasser. Ja. Und die trinken einfach Sake, ey. Und wurde fast wütend, dabei, den Schlamm wenn zu er saugen. Alle war. Bäh. Schrie uns an. Mhm. Wo ist mein Tee? Oh, nächste Woche hole ich mal auf jeden Klingt Fall, aber hier. Frau. Gehalt kommt, ich bin direkt beim Getränkemarkt. Erstmal Kopf über, bin ich da unten drunter, ey. Bei so einem Fass. Warte mal, ich muss mal gucken. Ah, Freitag. Ja, doch, Freitag ist der 25. Es könnte knapp werden. Ja. Also, entweder ist Freitag schon da und ist ein bisschen früher. Ja. Sie lag auf der Straße. Wehe, das ist erst am 28. da, ey. Ich krieg die Krise, ey. Ja, das kommt immer drauf an, weil was für eine Bank du bist. Ich glaube, bei mir ist es immer relativ früh, weil ich halt bei der Commerzbank bin. Ja, ich bin Sparkasse. Manchmal kann man nur... Meine Banknummer ist, Ja, okay, wir schreiben jetzt mal alle mit. Ja, wenn wirklich jetzt nicht nächste Woche das Gehalt da ist und so weiter, ich kann mir kein Bier kaufen. Alter, das ganze Wochenende ist dann im Arsch. Oder du bist einfach ganz lieb und ich geb dir was. Nee, ich will richtig einkaufen gehen. Ich will 3 Kästen Bier will ich mir kaufen.